Troika. Einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder. Freut mich, dass Sie alle da sind. Und ich glaube, dass wir heute viel Geld unter die Menschen bringen werden. Ich hoffe es jedenfalls, obwohl diese entschlossenen Gesichter, die ich hier hinter den Damen und Herren sehe, mich doch dann sehr skeptisch stimmen lassen. Aber wir versuchen es mal. Und ich bin ja immer dafür, dass die Zuschauer das Geld kriegen, Frau Wansinn, wissen Sie ja, nicht? Bin ich auch ja sehr sympathisch dafür. Von Ihnen. Ich bin dafür, dass wir es immer alles erraten. Natürlich, natürlich. Ja, ja, das meiste brauchen Sie ja nicht zu erraten, das wissen Sie ja eh. Das ist das Schöne an der Sendung. Zum Beispiel die erste Frage, bin ich mir sicher, dass die sofort einer weiß? Also die Frage, nicht die Antwort. Und zwar, Frank Förster kommt aus Plauen, schöne Stadt in Sachsen, und möchte gern wissen, was ist ein Klosettschieber? Ein Scheißjob? Richtige Antwort kommt gerade Leute. So, nächste. 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 Das ist ein Tanz. Schöne Grüße nach Plauen. Das ist ein alter Tanz. Schieber hat man doch früher so bestimmte Tänze. Richtig, Schieber. Max, du hast das Schieben raus. Max, ach, du mit mir los, schiebst du mit mir los. Siehst du? Also ja. Was reden? Toilettenschieber. Wahrscheinlich sahen die alle total kacke aus, wie so eine Brille oder so. Oder Scheinschieber, Klosettschieber. Klosettschieber. Das ist scheiße getanzt. Schatz, tanze mit mir nochmal den Klosettschieber. Wie geht denn der? Kannst du den vorbereiten? Nee, lieber ja, nicht. Aber ich ja jetzt gerade Frau von Sinn. Klosettschieber. Mach die beiden keinen Klosettschieber. Klosettschieber? Soll ich so rum? Ja. Hauptsache, ihr hört euch nicht so immer so. Ne? Wer ist denn jetzt das Klosett und wer ja. Schieber? Also siehst die Brille und nicht der Deckel oder so. Vielen Dank für den Tanz. Sehr schöner Tanz, alles falsch. Ich nehme an, das ist ein Accessoire für die Toilette, um irgendwelche hartnäckigen Rückstände zu beseitigen. Es gibt Klosettbürsten, die gibt es auch. Ah. Und dann gibt es ja die ganz hartnäckigen. Und dann nimmt man, wo die, und dann nimmt man die Schubschar. Das ist mir auch bekannt. Das ist ein Accessoire aus der Toilettenfrau-Branche. Der Toilettenfrau. Ich glaube, ein... Wenn Sie wissen, Frau von Sinn. Nein, ich weiß nicht, wie weit Sie weg sind. Ich weiß es, das sind diese... Pass auf. Klosettschieber, das sind diese Gummiteile. Von diesen öffentlichen Toiletten wird das mit einem Schlauch alles sauber gemacht. Und dann gibt es so Gummischieber. Abzieher. Abzieher, früher Abzieher genannt, nicht, Herr Hohecker? Und seit heute heißt es... Seit heute Klosettschieber. Seit heute? Ja. Seit eben? Seit eben. Just in diesem Moment. Just. Herr Balder, es gibt doch die berühmten mobilen Dixi-Klos. Die müssen doch irgendwie an den Ort transportiert werden, wo sie dann auch stehen. Und diese Wägelchen, um die Toiletten zu transportieren, wird man Schieber nennen. Nee. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich würde nur nicht auf die Handwerker gehen, die diese Dinger aufstellen, sondern Schmuggler. Oh. Genau. Die Dixi-Klos nach Tschechien. Ja, genau. Ja. Und die treffen sich so an der Grenze. Ey, willst du Klosett? Spezialisiert auf Scheiße heute. Also. Ja. Ey, brauchst du ein Dixi? Sehr schön, sehr schön. Alles verkehrt. Alles verkehrt. Hat das was mit Toilette? Toilette hat das schon was zu tun? Oder heißt das einfach nur Klosettschieber, weil... Das heißt weil Toilettenschieber. Ist das vielleicht ein Druckfehler? Das heißt Klodettschieber. Das ist einfach eine sehr schwere, sehr gewichtige Frau. Die im Mittelalter sich dann einen Stab von Leuten halten musste, die sie von einem Ort zum anderen geschoben haben. Der Klodettschieber. Der Klodettschieber. Aber sind wir dennoch im Mittelalter, Herr Balder? Und bei den... einer ernsthaften Antwort. Nein. Ja, aber ich habe das ja schon an der Nasenspitze. Ja. Ich kenne Hugo ja nicht so gut. Nee, ja. Eben. Ja. Eben. Ja. Ich muss ja hier täglich mit dem Mann in der Sendung. Tut mir leid. Ja. Ja, ich mir auch. Aber sind wir trotzdem im Mittelalter, als die Menschen eben noch auf Plumpsklos saßen und der Schieber war der Deckel, um vielleicht oben so das Loch zuzuschieben? Nein. Ich glaube, vielleicht ist heute auch so ein bisschen grobmotorisch. Du kannst doch nicht Nein sagen. Gibt es das heute noch? Gibt es das heute noch? Ja, natürlich. Ein Klosettschieber gibt es noch. Ja, aber sicher. Kann ich kaufen? Gibt es noch? Ich los zu Obi und sage, ich hätte gerne einen Klosettschieber. Bei Obi weiß ich jetzt nicht so genau, aber. Gibt es den denn schon lange? Den Klosettschieber? Ja. 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 Sag mal, ich könnte gibt's ja jetzt vielleicht nur in Plauen. Also ist das nicht. Aber ich könnte jetzt durchaus mal gut gelaunt die Frage stellen, ob es sich bei diesem Klosett überhaupt um das Wasser-Klosett-WC handelt, was wir alle im Moment in unseren Festplatten haben. Um was könnte es sich denn noch handeln? Ein Insekt, Herr Balder, ein Schmetterling, ein Kaktus. Eine alte Apfelsorte? Es wäre nicht das erste Mal. Ein Tier? Das ist ein Schmetterling, verstehst du? Vielleicht ist es ja ein jüdischer Seefahrer im Mittelalter. Ja. Richtige Antwort von Herrn Balder. Alles falsch. Nein. Also geht es um das herkömmliche Wasserklosett, Herr Balder? Es hat damit etwas zu tun. Allerdings gebe ich zu,
sehr vage. Vielleicht ist es etwas, was man ursprünglich aus der Reinigungsbranche für Klosetts benutzt hat und später für andere Dinge weiterhin benutzt. Zum Beispiel die Zahnbürste. Wart ihr nicht beim Bund da oder was? Womit machst du denn die Zähne sauber? Nein, also sowas wie, also ich dachte an irgendwas, irgendwie so ein Büschel vorne, ein Reinigungsbüschel, was an so einem langen Draht ist, womit man früher Klosetts lange... beiseite. Ist es vielleicht... ist es vielleicht... Herbst, ist es vielleicht... Herbst, ich singe gleich mein Lieblingslied. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Rüberschalten, ich kann sie nicht verüben. Wollen Sie jetzt mit der richtigen Lösung kommen, sonst hätte ich eine Frage. Es ist ja eine Frage gestellt, und zwar von Hugo. Nein, ich glaube, es könnte auch Heller sein. Ich dachte vielleicht einen Begriff aus dem Militär. Oh. Bundeswehr, Militär. Klosettschieber! Ja. Genau. Und zwar, richtig, ja? Im Einsatz, ja? Du weißt es doch noch, Ralf. Klar, natürlich. Ich war ja lange bei der Berufssoldat. Ja. 12 Jahre. Ja. Und zwar in diesen Holzverschlägen, wo man da auf Klo ging, da waren ja so Eimer drunter früher. Das kenne ich aus so Vietnam-Filmen. Das hast du gemacht beim Bund? Ja, das war der Eimer. Jahrelang. Das war der Eimer. Ich hab immer so gemacht. Das waren vielleicht Klosettschieber. Nein? Nein. Soll ich es euch sagen? Ist es eine bestimmte Baum, ein Ast? Ein Ast? Ja, der Mensch früher hat ja vielleicht gerne mal so im Wald, ein Astloch. Ein Schiebschubstab. Schiebschubstab. Mit dem Ast? Ist es ein Begriff aus dem großen Bereich der Fäkalienbesatzung, der Rieselfelder, der Kläranlagen? Vielleicht bringt uns der Dialekt weiter. Was heißt es denn auf Sächsisch? Toilettenschieber. Klosettschieber. Vielleicht ist es einfach so was ganz Ordinäres, weil da würdet ihr sofort wieder was Falsches darunter verstehen, nämlich das Richtige. Ich meine so etwas wie eine Schiebriegel, die man ursprünglich bei der Toilette benutzt hat. Und das wird generell auch woanders benutzt. Ja, finde ich sehr gut. Das ist schön. Jetzt sind wir doch endlich mal ganz weit weg. Und jetzt sage ich euch einfach, was es ist. Bitte drum. Das heißt, ich sage es euch nicht, ich zeige es euch. Normalerweise habe ich mich ja schon darauf gefreut, sagen zu können, Frau von Sinn hat bestimmt einen. Auch jetzt. Dabei? Aber heute nicht. Heute Klosettschieber? Heute nicht. Und selbst wenn, wüsste ich nicht, ob Frau von Sinn an ihren Overalls, die ihr sie immer trägt, diese wunderschönen Dinger, ob sie da Klosettschieber hat. Es gibt nämlich nicht nur Klosettschieber, es gibt auch noch andere. Und jetzt zeige ich euch, was ein Klosettschieber ist. Das ist ein Klosettschieber. Warum das denn? Weil der so heißt. Der scheiße dieses aussieht. Teil hier unten sieht doch aus wie ein Klo und heißt Klosettschieber. Na, dass wir da nicht drauf gekommen. Ja. Frank Förster aus Blauen 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Warum? Da ist ein Reißverschluss. Und warum sieht der jetzt anders aus als der andere? Weil es gibt auch noch den Doppelstab, den Wende- und den Kugelschieber. Das sind alles verschiedene Dinger, die sehen. Es gibt ja auch Reißverschlüsse, die haben so andere, so schmale. Kugelschieber hätte ich gewusst. Klosettschieber. Nächste Frage, Alter. Nächste Frage, jawohl. Wir kommen zu Katja Jaffan. Sie wohnt in Rostock. Jaffan oder Jaffan. Katja möchte Folgendes wissen. Warum tragen Croupiers ihren Dienstsmoking nie privat? Weil die Taschen zugenäht sind, damit man denen nicht zusteckt am Spieltisch. Vielen Dank, Heller. Sehr gerne. Du verdienst ja noch ein bisschen was nebenher. Ja. Und das ist natürlich Eierkram, privat einen Anzug zu tragen, wo die Taschen zugenäht sind. Richtige Antwort. Ja, richtig. Es tut mir leid, absolut richtig. Ich stelle es mir nur schön vor, wie er wahrscheinlich so einen ganzen Tag an so einem Croupier rumnesseln und versucht, aber dran zu kriegen. Das ist zugenäht, weißt du? Das ist so dein Humor jetzt. Es ist in der Tat so. Es ist Vorschrift, die Taschen der Smokings der Croupiers müssen zugenäht sein. Gut. Katja, ich mache dir das alles wieder gut, schick meine SMS. Natürlich.
Wir kommen zu Ulrike Brandt. Sie wohnt in Münster und möchte Folgendes wissen. Warum sind die 1300 Bewohner von Helgoland? Das weißt du. Ach so, nee. Warum das so viele sind? Die haben sich warum sind die 1300 Bewohner von Helgoland zurzeit gezwungen, öfter einen Kurzurlaub zu nehmen? Weil die neu gestrichen wird, die Insel. Weil dieses Rot hat ja keiner mehr ertragen auf Dauer. Nicht. Von der roten Anna da, oder? Ja. Die wird überflutet, die Insel. Die wird einmal im Jahr so richtig überflutet und die können auch nicht schwimmen. So ein großes Reine machen. Genau. Früher ist es lecker. Da kommt also dann mit der Arche Noah vorbei und sagt, da kommen Kinder und machen sie lecker. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle 1300 Einwohner gleichzeitig dazu gezwungen sind, aber der ein oder andere schon. Aha, das ist eine wichtige Info, die uns bislang fehlt. Deswegen sagt, die uns auch nicht weiterbringt. Einmal im Jahr. Nein, also zu völlig unbestimmten Zeiten, das kann auch niemand voraussagen, sind die einfach momentan... Hat das was mit den Gezitten zu tun, mit Ebbe und auch Flut? Nein. Falsch. Nein. Ja, ich glaube, es ist ein Verwaltungsproblem, die Öffnungszeiten... Der helgoländischen Fährbetriebe? Nein, nein, Verwaltungseinrichtungen, die ist zum Beispiel nie. Also, ja, die haben Bernhard, immer wir zu. Wir bemühen uns hier alle in ganzen Sätzen. Ja. Ja, so ist ein Exorzist im Saal. Nein, die haben einfach weniger. Die haben die öffentlichen, das Rathaus hat, die haben kein Rathaus. Und wenn sie irgendwas wollen im Rathaus, dann müssen sie die Insel verlassen, weil die da nämlich keins haben. Das wird wenn renoviert. Sie irgendetwas wollen, müssen sie die Insel verlassen. Alles klar. Einkaufen. Genau. Einkaufen mit, deswegen gehen die woanders hin. Einkaufen. Nein, aber vielleicht ist es ja so, dass die Insel verlassen müssen, um auf dem Festland zu arbeiten, auch auf die Fähren angewiesen sind. Und die Fähren aber so überfüllt sind von den ganzen Touris, die da billiger Zigaretten und Schnaps kaufen wollen, dass die gezwungen sind, teilweise... Nein. Helgoland gehört... ich kann sehr arrogant sein. Mario, oh, bitte, bitte. Arschloch, und er kann so ehrlich sein. Ja. Also, du warst der? Der? Jürgen. Ja. Es würde reichen, wenn du rausgehst. Okay. Also ich glaube, auf Helgoland gibt es beispielsweise kein Standesamt. Und zum Heiraten müssen die nach Hamburg, weil Helgoland gehört zu Hamburg. Oder gehört Helgoland nicht zu Hamburg? Aber müssen die denn alle heiraten? Gehört Helgoland eigentlich zu Niedersachsen? Nein, das muss doch nicht jedes Jahr, müssen doch nicht 1300 Leute jedes Jahr neu heiraten. Darf ich kurz ausreden? Ja, bitte gerne. Ja. Was ist denn los damit? Hast du heute schon... Gehört Helgoland zu Hamburg oder zu Niedersachsen? Spielt das eine Rolle? Nein. Ja, natürlich. Nein, das spielt keine Rolle. Das ist völlig egal. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe extra gesagt, dass nicht alle 1300 Leute dahin Kurzurlaub machen müssen, sondern der eine oder andere ist momentan schon mal gezwungen, einen Kurzurlaub zu machen. Das weiß er aber nicht vorher. Ich weiß es. Ich weiß es. Er weiß es nicht vorher. Er weiß es in der Regel nicht vorher. Weil er nicht damit rechnet, dass er auf Toilette muss. Die haben da keine Klos. Weil die keine Klosettschieber haben an den... Wo auch immer. Die müssen nicht mal sterben aufs Festland. Nein, zum Arzt. Nein. Weil Helgoland kein... Ihr müsst doch nicht alles belachen. Moment. Sie müssen zu einem Arzt. Ja. Sie müssen einmal im Jahr... Zu welchem und warum? Natürlich, das weiß ich ganz genau, dass die, und zwar die weibliche Bevölkerung Helgolands muss aufgrund der gynäkologischen Unterversorgung. Nein, sind es Frauen oder Männer? Völlig egal. Völlig egal. Dann ist es ein Allgemeinmediziner, es gibt die Grippe. Haben die keine Ärzte auf Helgoland? Es gibt eine bestimmte Facharztrichtung, die dort fehlt. Helgoland möchte einen Proktologen, wirbt seit Jahrzehnten Proktologen an, aber es kommt keiner. Es gibt eine bestimmte Facharztrichtung, die dort fehlt. Ja, dann gehen wir alle 795 durch und dann haben wir es. Ich habe zufällig die gelben Seiten dabei. Jetzt machen wir es so, damit Ulrike eine Chance hat. Wir haben noch drei Versuche. Zweieinhalb. Aber selbst wenn ihr mir den Arzt sagt, würde ich das nicht gelten lassen, weil ich möchte gerne wissen, warum. Wir wollen uns kurz beraten. Könnt ihr bitte du hättest gerne Nummer und Telefon. Ja. Und wenn wir jetzt schon nicht drauf kommen, sagen Sie uns aber auch den Arzt nicht. Oder nein. Sagen Sie nein. Ich sag gar nichts. Kannst du uns so die ersten sechs Buchstaben dieser Fall? Also nein, nicht, dass du uns zu weit hilfst. Derma zum Beispiel. Das wäre ja ein Tipp, wo man sagen müsste, wir müssen noch ein Stück weiter. Ja, das ist ja ein Inselstaat. Was gibt es denn zum Beispiel für Ärzte, die nur im Gebirge oder hauptsächlich, wenn irgendwie Das Tropische Institut sitzt in Hamburg. Das ist sehr gut möglich. Was sollen die denn da? Die stecken sich doch nicht an mit irgendwelchen Malaria. Das ist ja Quatsch. Wieso, wenn einer mal nach Malaysia fliegt, bringt die Hühnergrippe mit? Das ist doch viel zu weit. Vielleicht ein Psychologe mit Höhenangst, weil die Insel ist so flach. Und wenn da mal einer auf die... Psychologe ist gut. Genau, die waren immer so aus. Ich versuche mal einen Trick. Es könnte ja was mit einem Psychologen zu tun haben. Nein. Nein. Okay.
Warte, wir haben ja noch zwei Versuche. Ja, wir haben noch zwei Versuche. Zwei Versuche. Also Moment. Und vor allen Dingen, es ist ja, es kommt ja spontan. Das war schon der erste. Was war der erste? Nee, was war der erste? War, hallo? Das war doch kein Mehrheitsentscheid, was ich hier von mir gekriegt habe. Der ohne Haare, der hat hier nichts zu melden. So. Das war ein Versuch von mir. Ich sag nichts mehr. Tropen war ja auch nicht schlecht. Tropenarzt. Ich finde sowas selten, das finde ich viel cooler. Ich zähle mal runter. 200. Komm, wir setzen uns wieder hin. Irgendwann geht also ich weiß, dass sie da eine Parkinson-Klinik haben und die haben Ärzte, die sind da sehr ausgebildet für zum Beispiel, also neurologische Sachen haben die hundertprozentig da. Helgoland. Ja. Aber ich finde, Tropenarzt finde ich gut. Komm, mach mal, komm. Ja, komm. Deswegen also, muss er erstmal nachgucken, was das für einer ist. Das weiß also, er welchen Arzt? Tropenarzt ist falsch. Ich sage euch, um was es geht. Helgoländer müssen zurzeit aufs Festland reisen, wenn sie Zahnschmerzen haben. Und zwar aus folgendem Grund. Der einzige Zahnarzt der Insel ist in Rente gegangen. Und ein Nachfolger wurde noch nicht gefunden. Wisst ihr warum? Weil es keine freie Wohnung gibt. Also suchen jetzt einen Zahnarzt, der gerne zeltet. Die warten jetzt, bis irgendeiner stirbt, damit ein Zahnarzt auf die Insel kommen kann und in die Wohnung einziehen kann. Aber Helgoland hat ja ein großes Hotel. Der Zahnarzt könnte doch durchaus, wie damals Herr Thoma auch mit seiner Lebensgefährtin Maritim, könnte doch ein paar Monate mal in dem großen Hotel. Liebe Zahnärzte, schicken Sie Bewerbung bitte an Genial daneben, Sat.1, Postfach Köln. Wenn es einer zahlen würde, würden Sie es wahrscheinlich machen. Ja. Aber das ist eine Tatsache und Ulrike Brandt aus Münster ist um 500 Euro reicher. Ich gratuliere Ihnen, Ulrike. Sehr gut. Wieder auf eine Redewendung, hatten wir lange nicht mehr. Was bedeutet Oberwasser haben? Woher kommt diese Redewendung? Aus dem maritimen Bereich. Ja. Oberwasser. Unterm Kiel und so handbreit. Kennen wir alle Oberwasser? Unterm Kiel, genau, Oberwasser. Ist maritim und Seefahrt, das nautische Element, sind wir damit ganz falsch? Ganz falsch. Ja. Das wollte ich schon mal ausschließen. Also das, ja, darauf sollte sehr gut gemacht. Ja. War sehr gut. Sehr Oberwasser ist zum Beispiel das, was meine Hosen nie haben. Das heißt Hochwasser. Ja, das ist Hochwasser. Achso, deshalb haben sie es ja nie. Oberwasser haben. Oberwasser haben, also wollen wir erstmal die Redewendung aufdröseln. Ja. Wann sagt man das denn? Man hat Oberwasser, wenn man gerade unter einem guten Stern irgendwas macht. Wenn man erfolgreich ist. Wenn man überlegen ist. Ja. Der hat gerade Oberwasser. Ja. Der hat gerade Oberwasser. Der fühlt sich bei gut. Der Taufe ist der Täufling unterhalb, der überlegene Geistliche oberhalb. Jetzt bin ich und raus. Hat das Wasser. Ich bin gerade raus. Jetzt kommst du nicht. Mario, kannst du mir gucken, ob der wirklich das Wasser trinkt? Oberwasser schüttet er herunter auf den Täufling. Ja, von unten nach oben kann er ja nicht schütten, Herr Wecker. Wie soll das funktionieren? Gar nicht. Und deshalb durch heißt es ja ein Wunder. Durch ein Wunder. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Menschen früher Wasserspeicher zum Beispiel hatten, weil sie noch keine Leitungen hatten. Oder zum Beispiel im Brunnen musste Wasser sein. Ach, Balder. Nicht aber, im Brunnen. Nicht im Brunnen, aber wir sind im Mittelalter und wir sind bei Wasservorräten. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Mittelalter sind. Ja. Und wir sind auch bei Wasservorräten, bei Speichern, bei... Nein, wir sind nicht bei Wasservorräten. Ja, was? Nicht bei Wasservorräten. In den Städten haben früher die oberen Schichten oberhalb der Stadt, also im oberen Wasserbereich der Stadt gewohnt, weil da das Wasser sauberer war, weil die ganzen Kloakenrestsachen... Die sind nämlich ins Wasser einfach geleitet worden und die sozial Niedergestellten, Herr Herbst wird sich noch daran erinnern, haben unterhalb, also im unteren Wasserlauf gelebt. Hab ich verstanden nochmal? Nee, nicht nochmal. Hat es mit einem speziellen Handwerk zu tun? Müller zum Beispiel, Mühlen. Richtige Antwort von Frau von Sinn, ja. Ja, ja, ja. Ich lasse es so gelten, es stammt aus dem Mühlwesen. Wassermühlenbesitzer, deren Mühlräder das Wasser von oben auf die Schaufeln bekamen, also Oberwasser hatten, waren besser dran als Mühlenbetreiber, die nur Unterwasser hatten, weil Unterwasser gewöhnlich weitaus geringere Antriebskraft erzeugt als Oberwasser. Richtig. Es kommt aus dem Mühlwesen. Eine richtige Antwort von Frau von Sinn. Es tut mir leid. Sehr gut. Chapeau. Sehr, sehr gut. Jens Malchow wohnt in Neustrelitz, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und Jens möchte wissen, was ist eine Schwanzschlinge? Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Sie meinen einen Cockring. Ist das nicht dasselbe? Ich weiß, das ich fürchte Englisch nein. Das ist eine Schwanzschlinge vielleicht. Ja. Ja. Eine Schwanzschlinge. Hört sich aber nach Schwalbe an irgendwie, ne? Vögelchen. Nach Schwalbe? Schwanzschlinge? Vögelchen? Eher nein. Insektchen? Eher nicht Vögelchen. Ich denke eigentlich an Möbelhaus.
Ah! Ich denke an Geburtstag. Ein Möbelhaus? Ja, Bernhard. Ja. Du auch? An Geburtshaus? Nein, mein Gedanke wäre Schweinezucht. Und zwar ist ja das Schweinchen, Schwänchen, Gerinkelchen. Also, nee. Schon mach Tier, du mal weiter. Tierwelt aus der Kühe. Und zwar sieht man das ganz oft von der Kühe, ja? Sieht man ganz oft, wenn die in ihrem Stall stehen und vorne fressen, dann haben die die Schwänze. Stimmt, damit die sich nicht so... Richtig! Im Kuhstall, da gibt es solche Schlingen, da werden die Schwänze... Falsche Antwort, aber schön. Aber war nicht schlecht. War nicht schlecht. Aber war doch super. Nicht schlecht, das ist, oder? Super, ja, echt doch. Danke. Aber handelt es sich bei der Schwanzschlinge um eine Art Falle oder ein Fanggerät für bestimmte Tierarten? Es handelt es sich um eine Art Fanggerät, ja. Also im weitesten Sinne. Handelte. Im weitesten Sinne. Sind wir bei den Walfängern? Wir sind nicht bei den Walfängern. Da waren wir ja eben auch schon lange. Fische-Aktion? Fische-Aktion? Eine Schwanzschlinge für Fische. Und zwar gibt es Angelmethoden mit Haken. Und dann gibt es natürlich diese, diese ökologische Fangmethode. Mit Dynamiti. Nein, das ist nämlich auch der Tipp, weil die Frage kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist die wunderschöne mecklenburg-vorpommersche Seenplatte. Insofern gehe ich auch tatsächlich davon aus, dass es aus dem Angelsport kommt. Das wollte ich nur kurz einwerfen, zurück zu Mario. Gut, wie funktioniert die? Es ist ja soweit richtig. Die Schwanzschlinge ist sie für Aale? Nein. Aber wie funktioniert die? Schwanzschlinge ist zum Fangen da. Von Fischen. Also es ist eine... Nein. Nein, oh. zum Erlegen von Fischen. Ja, Moment. Vielleicht fangen die Fische sich auch untereinander. Ja. Ja. Ein Judasfisch Ein Judasfisch. Also ein Judasfisch. Es kann ja auch sein, es gibt ja nichts im Tierreich, was es nicht gibt. Es kann ja durchaus sein, dass dieser Fisch... der macht und das ist dann Schwanzschlinge. Schwanzschlinge. Der hat also fängt damit das Weibchen mit seiner Schwanzschlinge. Aber Sie sagt, es ist nichts, um einen Fisch zu fangen. Irgendwie zu fangen in dem Sinne. Aber ist festzuhalten. Es... Aber festzuhalten. Man muss ihn fest. Um sie dann zu leichen, abzuleichen. Nein, du fängst ein Hecht oder ein Hai. Ja, der alte Mann und oder das eine Meer. Oder eine Sprotte. So, weiter. So, pass auf. Wie fange ich den jetzt? Du fängst ganz normal mit Angel. Im Haken. So, dann? Jetzt hast du aber keinen Köcher bei, um diesen Fisch rauszuholen. Da gibt es Schwanzschlingen, um diesen Fisch ans Boot zu befestigen. Genau, um die dann in Bäuche aufzuschlitzen und den Kram rauszuholen, damit man die besser lagern kann im Eisfach auf Fischereibooten. Ja. Danke, Hella. Gerne. Also ich lasse das... Das ist zwar nicht ganz richtig, aber ich lasse es so, für den Herrn Barth auch mal. Ganz wunderbar. Hallo. Auch an meine Familie zu Hause. Danke schön, Mama. Also, im Prinzip ist es so, wenn man also einen großen Lachs oder Barsch fängt, dann hängt der am Haken und dann benutzt man die Schwanzschlinge, um den Fisch einfach aus dem Wasser rauszuholen, weil man das vorne mit dem Teil alleine gar nicht schaffen würde. Das ist es. Das wollte ich ja gerade noch sagen. Richtige Antwort von Mario Barsch. Also im Prinzip war es korrekt, Jens. Malte aus Neustrelitz wird das auch finden. Es tut mir leid, Jens. Jens, gibt sorry. Gibt kein Geld. Wo bitte ist Christian Friebe? Er wohnt an sich in Hahn. Heute Abend ist er hier. Christian Friebe. Hat den weiten Weg auf sich genommen. Christian hat eine wunderschöne Frage. Also ich gehe mal davon aus, Christian, dass die 500 Euro schon fast in Ihrer Tasche sind. Das glaube ich nicht. Das ist Moment. Das ist demotivierend, was du sagst. So ist es. Christian, ich gehe mal davon aus, dass die 500 Euro noch nicht in Ihrer Tasche sind. Das ist doch gemein dem Mann gegenüber. Das kann man doch nicht sagen. Du kriegst nie die 500 Euro. Das ist motivierend. Und stelle jetzt die Frage von Christian Frebe. Er möchte wissen, was ist eine Fruchtmumie? So, Christian, dann kommst du mal runter und erzählst mir das. Ja? Ich wollte gerade sagen, Christian, jetzt wissen wir, warum die hier in meinem Studio sitzen, auch immer so weit da oben sitzen. Ich nehme an, dass irgendein altes Insekt seine Eier besonders gerne in alten Äpfeln, Birnen oder wo auch immer hinterlegt, damit die ausschlüpfen können. Und diese Eier nennt man Fruchtmumien. Sehr schöne Erklärung. Stimmt das, Christian? Nein. Christian, aufwachen. Stimmt nicht. Fruchtmumien. Vielleicht schmecken einfach Mumien irgendwann so. Ja, ich war noch nie in Ägypten, ich will da unbedingt mal hin, aber es könnte ja sein, man packt die aus, wie man so, man hat die schön eingepackt und der Mensch, wenn ich den aus, da schmeckt das so nach. Aber das finde ich doch eigentlich sehr schön, der Mumie an sich wurden doch immer Grabbeigaben zugelegt. Ja, richtig. Und am Ende hat der ein oder andere, tut endlich arm und Waffen bekommen und die ein oder andere Königin und hat. Die Mumie Frucht. Das ist aber mir Mumienfrucht. Bleiben Sie mal, das bleiben Mumien. Sie mal dabei. Gab's da schon? Oh, ist gut. Bleiben Sie mal. Nee, ist völlig falsch, aber ich finde das Grabbeigaben. Thema schon. Achso. Stichwort Grabbeigaben. Nein, er hat schon altes gesagt, Obst. Das ist Quatsch. Er wollte nur, dass ich mich weiter blamiere. Altes Obst. Fruchtmumie sagt man zu, also es gibt ja die Orangenhaut.
Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Oh, Liebelein, du siehst aus wie eine Mutter. Es gibt doch immer so schöne Ausdrücke für hübsche Menschen. Also man sagt, Mensch, du bist aber eine Schnitte. Und das ist ein Ausdruck für ganz alte hübsche Menschen. Man sagt, da sagt der eine Opfer zu der anderen, na du Fruchtmumie. Ja, hier, früher gesagt, du Obstschnitte, das genau, war eine Fruchtmumie. Die, Fruchtmumie. Die ist einfach nur 90, die ist nicht mehr 20. Hübsche Idee. Ne? Hübsche Idee. Ist es eine bestimmte Kiste, um Früchte zu transportieren im Lebensmittelgeschäft? Es ist keine bestimmte Kiste. Hat das überhaupt was mit Früchte zu tun oder sagt man einfach nur dazu Fruchtmumie? Es hat was damit zu tun. Es hat was mit Früchte zu tun. Natürlich. Vielleicht sind das einfach Früchten. Nur diese, es gibt doch, und Früchten. Das, ich weiß mit bis Früchten. Heute nicht warum, und mir das einer erklären kann, wäre ich sehr froh. Es gibt, wenn man Orangen, Mandarinen kauft, gibt es Kisten, da sind ein paar eingepackt in eine Tüte in und ein paar nicht. Ja. Und ich weiß bis heute nicht warum. Ich frage mich das jedes Mal. Und jetzt weiß ich, das sind die Fruchtmumien. Und dieses weiße Papier und diese, das sind die Fruchtmumien. Das, das ist gut. Und warum, warum, warum? Hier, los, sag, warum? Schlägt nicht an die Therapie bei Ihnen. Wir können machen, was wir wollen. Keine Chance. Keine Chance. Alles vielleicht falsch. Sind das ganz alte Frauen auf dem Viktualienmarkt in München, die Früchte verkaufen. Oh, wow. Ich hätte gerne einen Apfel. Pop. Die sind schon 30 Jahre tot. Orangen heute. Heute Orangen. Fruchtmumie. Ist es so banal, dass es Früchte sind, die einfach mumifiziert wurden? Genau. Fruchtmumie, also die wirklich übrig geblieben sind? Ja, aber warum? In Salz eingelegte Früchte. Das ist ein interessanter Aspekt jetzt, der uns zwar überhaupt nicht weiterbringt. Nein, aber wie wär's denn mit Rumtopf? Rumtopf. Wir haben eingelegte Früchte. Ja, wenn die alten Früchte da jahrelang in dem Alkohol schrumpeln, dann sehen die ja ziemlich alt aus. Und ja, das sind Fruchtmumien. Aber dann steht doch drauf, jetzt neu mit neuen Fruchtmumien. Ich meine, das steht ja auch mir, es drauf. Ist... Also, recht getrocknete Feigen können aussehen wie die Hoden eines Greises. Wenn eine Giraffe dran war. Ja, Entschuldigung. Kinder, ich habe doch nicht von mir gesprochen. Das ist, ihr müsst mal genau hingucken. Naja, aber und zwar die ohne Sirup. Es gibt ja... Naja, es wird zu weit. Ich glaube... Ich glaube, Bernhard Hoeker weiß es. Aber ich bin bekloppt. Der da redet hier. Dann sag's doch mal. Nein, ich weiß es nicht. Du weißt alles. Nein. Sag was. Mein Möbelhaus. Ich weiß es. Das war nämlich auch mein Lösungsansatz. Wir müssen mal weiter. Von der Mumie weg. Möbelhaus. Nee, es ist Möbelhaus. Wir kennen doch alle diese komischen... Die kriegt man im Reformhaus. Jetzt warte doch mal. Ich fange schon mal an. Nee, ist okay. Fangen wir schon mal an. Die können doch nicht schneiden. Oben. Lass doch rein. In diesen Reformhäusern gibt es ja diese Fruchtschnitten. Und die ist ja, wird der eine oder andere sicher kennen, wahrscheinlich alle kennt ihr wahrscheinlich auch. Die sind ja unglaublich, also die sind ja eingepackt in so Esspapier. Und ich dachte am Anfang, oh, eine Fruchtschnitte, lecker, reißt das nicht auf und beiße rein und denke, Und denke, jetzt so im Nachhinein denke ich, das schmeckt wie eine Fruchtmumie. Das ist so trocken, das schmeckt so scheiße, dass ich denke, ja, das könnte sein. Alles falsch. Möbelhaus war auch ganz die falsche. Möbelhaus war schon fast dran. Aber es hat was mit Früchte zu tun, es hat was mit einbalsamiert oder Christian, eingepackt. Christian, schlag dir einen Deal vor. Du kriegst von uns 10 Euro, wenn du uns einen Tipp gibst. Und die 10 Euro kriegst du in jedem Fall. Ich mach 20 und zwar von Bernhard Hoeker. Christian, der, was ist? Lass mal mir der. Wir werden es mal eben sind wir im Tierreich? Herr Nein, ich werde es euch sagen. Ja, ich auch sagen. Das Gefühl, der Ansatz war ja richtig. Es handelt sich wirklich um Obst. Und zwar Äpfel, Zwetschgen, Birnen, Kirschen. Alles Obst, das an Bäumen wächst, kann als Fruchtmumie enden. Nämlich dann, wenn der Baum von einem bestimmten Pilz befallen wird. Und dieser Pilz entzieht den Früchten komplett das Wasser. Und so bleiben die total verschrumpelt wie Mumien also am Baum waren wir mit den Trocken, hängen. Mit den Trockenfrüchten gar nicht so? Ja, weil wir haben aber ja eigentlich auf eine andere Art und Weise. Ja, also Pilz hätte er hören müssen. Pilz hätte ich hören müssen. Christian Friebe, 500 Euro Cash auf die Hand. Meine Damen und Herren, aber... Christian, so viel zum Thema Geschäft machen. Du könntest jetzt 510 Euro haben. Natürlich. Und wo die weißen Papiere herkommen, weiß ich immer noch nicht. Ja, es wird ewig ein Rätsel bleiben, glaube ich. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage haben, genial daneben, 50616 oder Sie rufen an 01378 101120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Aber das wissen Sie ja schon. Savas Tsiplis. Nee, Savas. Ist das die Frage? Savas Tsiplis. Was heißt das auf Deutsch? Savas Tsiplis. Savas Tsiplis kommt, wie der Name schon sagt, aus Bremen. Ja. Und Savas Tsiplis möchte Folgendes wissen. Warum hat die Krone der amerikanischen Freiheitsstatue 7 Zacken?
Naja, das hängt damit zusammen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Sieben, also es war ja ein Geschenk aus Frankreich, wir erinnern uns. Ja, richtig. Und 7 ist eine göttliche Zahl. Ja. Wann wurde sie errichtet? Das wissen wir auch. 1886. Vollkommen natürlich. Richtig. Und sie ist eine Kopie derjenigen, die auch in Frankreich steht. Weil die Original kommt nämlich... Ist aber völlig wurscht. Das ist, ja. Du wolltest einfach nur mal gucken, wie toll du bist. Gucken, gut, aber es ist nicht so profan, dass die mal 12 hat und beim Transport sind dir ein paar Zacken aus der Krone gefallen. Nee. Ich glaube, es ist trotzdem einfach, 6 sehen einfach scheiße aus. Ja, aber das ist gar nicht so dumm. Es muss eine ungerade Zahl sein, damit vorne nämlich eine raus... Also mit den Staaten. Genau. War am Anfang was mit den Staaten? Ja, aber es ist ja nur 7 Staaten. Jetzt warte doch mal, eigentlich steht ja schon was länger. Vielleicht war am Anfang 7 waren besonders wichtig oder die größten oder irgendwie sowas. Vielleicht hat die Marseillaise 7 Strophen? Nee, lass uns mal anfangen. Hallo, Herr Walder, nicht so ein Gesicht, nicht so ein Gesicht. Ich mühe mich hier auch redlich. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie diesen Blick für eine halbe Stunde halten könnten, würde ich Sie einbauen in die Sendung. Kennt ihr die Kurzversion, Herr Marseillaise? Wie ist sie denn? Kennt ihr die Kurzversion der deutschen Nationalhymne? Nein. Oh Gott, jetzt kommt das Ganze. Aber... Nein, Moment. Kann man doch alles schneiden. Kennt ihr bitte ein bisschen Konzentration? Kennt ihr die Kurzversion der Amerikaner? Ja, die kenne ich. Ja, die kennen wir schon. Ich mach's nochmal, weil einige kennen es nicht. Doch, die kennen sie alle. Aber! Happy Birthday to you! Jetzt drehen Sie, bevor Sie alle völlig durchdrehen. Also warum es geht hier nicht einer durch? Um die Frage zu beantworten, die englische Nationalhymne, wo die Kurzform ja so geht. Mario, bitte. Ja, pass auf. Und zwar diese Krone, diese Zacken, sieben Stück. Weil 7 Personen, ganz wichtige Personen, an dieser Freiheitsstatue gebaut haben. Wer? Und zwar der Jürgen, der Klaus, der Paul und der Willi. Der Willi war dabei. Der Handynummer jetzt. Nicht. Milovic. Nein, aber völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Hat auch nichts damit zu tun, dass 7 große Firmen das finanziert haben. Wer? Natürlich die Deutsche Telekom. Schreiderei Willi. Ob diese Madame jemand Bestimmtes darstellen soll, diese Statue? Wissen wir das? Eine Metapher für die Freiheit. Deshalb wollte ich fragen, ob einer die in Frankreich kennt, woher die kommt, weil die kommt nämlich aus Amerika. Also aber es geht ja nicht um die Freiheitsstatue, es geht ja nur um die Krone. Es geht ja darum, warum die 7 Zacken hat. Hat das was mit dieser göttlichen Zahl 7 zu tun, die in der Bibel falsche Antwort? Ja, falsche Antwort, ja. Wahrscheinlich. Kann es sein, dass die britische Krone auch 7 Zacken hat und dass es dann sowas ist, auch wir tun so, als hätten wir eine Vergangenheit, beziehungsweise da kommen wir die ja von hin. Die von der Lisbeth, die Krone. Ja, weil ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, die hat mehr. Die hat doch ganz viel... Aber vielleicht war das zu diesem Zeitpunkt, als diese Freiheitsstatue dorthin gebracht wurde, der 7. oder die 7. Königin oder König. König von Amerika. Der Königin, von der sie sich Frankreich vielleicht, die einen Kanten in Spanien hatte. Pass auf. Ralf, du weißt jetzt, was ich sage. Mario, hast du deine Tabletten heute schon gemacht? Ja. Es gibt doch, 7 taucht ja oft auch in Märchen auf. Ja. 7 Zwerge. Ah, die 7 Zwerge. Willst du etwa... Nein, halt die Klappe. Keine komische... Für diesen Kinofilm, der bestimmt noch 10-mal umgeschnitten werden muss, bevor er ins Kino kommt? Ja, dann haben sie mich rausgeschnitten. Aber das ist jetzt was anderes. Also es kommt ja dieser tolle Film 7 Zwerge, aber das ist ein anderes. Es gibt ja so Märchen. Wer spielt denn da mit in dem Film? In Märchen, ja. Unter anderem so ein kleiner, witziger... Bernhard! Nein, ich bin nicht dabei. Aber ich... Nein, Quatsch. Also es ist doch aus dem Märchen 7 Zwerge. Hat es damit was zu tun? So eine symbolische Zahl vielleicht aus dem Märchen? Ist das eine ehrliche Antwort? Nee. Lüg bitte, sag es stimmt und dann... Nein, es stimmt nicht. Leider nicht. Also ist das so? Es gibt eine Absicht, warum das ist. Natürlich. Das war jetzt der Knaller gewesen. Nö, hat eigentlich nichts zu sagen, aber war eine schöne Frage. Ja, hat einen Grund, natürlich. Amerika hat sich ja im Laufe seiner bisherigen kurzen Geschichte... Was ist hier los? Also wir sollen so tun, als wäre da keiner. Ich muss sagen, es erregt mich ein Stück, was hier abgeht. Oh, 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 ihr habt das Licht ausgemacht. Das war's. Ist gut, ja. Ich auch!
war der Kollege, der hier mal sauber macht. Ja. Der wollte heute ein bisschen früher nach Hause. Kann da jemand kurz also, mal eben durchwischen? Hat es vielleicht etwas mit der Astronomie zu tun? Hat es was mit Sternen zu tun? Mit der Ausrichtung dieser sieben Pümpel nein. auf irgendetwas? Darf ich das aufgreifen von Hella? Ja, bitte gerne. Das mit den Pümpeln? Nein. Die Vereinigten Staaten haben sich in ihrer sehr kurzen, überschaubaren Geschichte hier einiges zu Schulden kommen lassen. Ist die Sieb vielleicht ein Symbol für die sieben Sünden. Todsünden? Ist es auch nicht. Und jetzt sage ich euch, was es ist. Weil wir kommen ja zu nichts. Als die Freiheitsstatue 1886 errichtet wurde, unterteilte man die Weltmeere wie folgt. Atlantischer, Pazifischer und Indischer Ozean. Dazu das arktische Nordpolarmeer, das amerikanische Meer, heute die Karibische See und Golf von Mexiko, das australische Meer und das europäische Mittelmeer. Und wegen ihrer Bedeutung wurde sie früher als selbstständige Meere betrachtet und als die sieben Weltmeere bezeichnet. Das wusste ich. Und die sieben Zacken in der Krone der amerikanischen Freiheitsstatue stehen für diese sieben Aber diese Antwort lag Weltmeere. So primitiv auf der Hand, dass wir ja. die deshalb gar nicht... Hat mich gewundert, freut mich aber für Samas Zipris aus Bremen. 500 Euro für Sie, ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. Tätowierten Menschen in Japan der Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern verboten. Oh. Ja, der Japaner an sich, der ist ja gern schon mal vor was fies. Da darf man ja auch nicht, da darf man auch nicht niesen. Die sind da ganz fimpig. Wenn die auf Toilette sitzen, machen die so eine Lautsprecheranlage. Und die Japaner sind ja so hysterisch auch mit ihrer Baderei. Und am Ende erschrecken die sich und denken, das sind irgendwelche Myome. Nee, die haben Angst, dass da Geschichten drauf stehen. Nee, komm, der Anfang ist dufte, pass auf. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommt's. Nee, und zwar Tätowierte, gerade in Japan, was ja sehr bekannt ist, in Japan gibt es unheimlich viele Organisationen. Zum Beispiel? Mafia. Genau. Und, Klosettschieber. Mach's fertig. Und da wird das irgendwie öffentlich dann veröffentlicht, nicht? Ja. Im Schwimmbad, weil man das ja dann nackt zeigt. Und das darf nicht sein, weil der Bademeister... aus Bottrop-Kirchhellen, der jetzt nach Japan gefahren ist. Es sind eben zwei Worte gefallen, die vollkommen richtig waren. Mafia. Und Klosettschieber. Ich weiß es. Es war Reinlichkeit. Die Japaner sind reinlich und die sind ja anders als wir. Die haben wahrscheinlich nicht sieben Hautschichten wie wir, um nochmal die sieben einzubringen, sondern wir haben vielleicht nur drei. Und wenn die tätowiert sind, dann denken die, ich kriege die tiefen Hautschichten nicht. Also, wenn die ins Wasser gehen, färbt das ab. Und da die so reinlich sind, denken die, Moment, wenn die jetzt ins Wasser gehen, tätowiert... Eben nicht. Lass uns doch nochmal sagen, welche Stichworte es waren, Herr Baller. War es Mafia? Es hat was damit zu tun. So, siehst du. Und was haben die denn? Haben die nicht so blöde drei Punkte hier rein tätowiert? Das sind die aus dem Knast. Also die Frage ist ja, warum ist tätowierten Menschen in Japan der Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern verboten? Weil man Anblick bei den unberührten Jugendlichen, die dort baden gehen, oder bei den Mädchen, den holden Maid-Schwimmerinnen, diesen Anblick vermeiden. Man möchte diesen Anblick ersparen. Ja. Danke, Herr warum Herbst. Denn? Na, weil da irgendwie dann verleitet, dass die auch zur Mafia wollen, weil sie sagen, es sieht so geil aus. Irgendwie so. Irgendwie schon, aber nicht... Aber ist es so? Alter, also warum will der Staat nicht, dass einer sagt, ich bin bei der Mafia? Gut, das würde mir jetzt sofort einfallen, warum der Staat das nicht... Das reicht mir alles noch nicht. Es gibt einen ganz bestimmten Grund. Also Mafia richtig, das habe ich ja noch gar nicht... Ja, gesehen. Also, es gibt... Zur Organisation. Es gibt so eine Art japanische Mafia, das ist schon richtig. Ich aber was hat denn das jetzt damit Yakuza. Zu tun? Ah, nee, das ist der Schwimmbad. Yakuza. Heißt die. Ich bin geneigt, das irgendwie alles gelten zu lassen, aber dann wäre Inge Fuchs ziemlich traurig, weil es nicht hundertprozentig erklärt ist. Okay, dann sagt Hella jetzt, zu dieser Mafia Hella gehört. Sagt, hat es hat ja was Lösung. Zu tun mit dieser Yakuza. Ja, aber also es gab einfach mal eine Zeit, was weiß ich, in den 20er, 30er Jahren, da haben die, was hier schon alles gesagt wurde, da haben sie untereinander kommuniziert, indem sie mit Tattoos, Signale oder Orte... sich untereinander bekannt gegeben haben, um sich geheimbündlerisch zu treffen. Und das ist irgendwann mal aufgeflogen, also hat die Regierung gesagt, wollen das nicht. Also so war es nicht, aber ich lasse es trotzdem gelten. Ja. Weil es hat, ihr seid ja, es ist alles fast sehr geholfen recht. In der Runde. Ja, das Wort Mafia kam ja von ihm, das habe ich ja nicht gesagt. Also, Tätowierungen gelten in Japan immer noch als Zeichen der Mitgliedschaft bei dieser Yakuza. Ganz egal, was für Tätowierungen es sind. Und deswegen werden Tätowierte am Betreten öffentlicher Badeanstalten und Schwimmbäder gehindert. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Pass auf. Auch für Ausländer wird keine Ausnahme gemacht. Bist du tätowiert, also, Christoph? Mein Vater, der ist Bademeister aus Bottrop-Kirchhellen. Der könnte...
Der muss immer gucken, dass er schön bekleidet ist. Also auch als Deutscher, wenn man da hinfährt nach Japan, darf man, wenn man tätowiert ist, kein öffentliches Schwimmbad. Aber wahrscheinlich, wenn man sich ein dickes Pflaster draufklebt, ist es so. Jetzt kriegt Frau Fuchs erstmal einen kleinen Applaus. Ja, ne? Ja, Inge, tut mir leid, aber das müssen wir anerkennen. Müssen wir anerkennen. Ach so, so, direkt, normal. Ich habe noch eine schöne Frage von Kerstin Huber. Sie kommt aus Berlin und möchte gerne wissen, was ist der Vampireffekt? Ich habe nichts gemacht. Eben. Ich glaube, ich finde gerade ich muss kurz zurück. Ich stelle mir gerade vor, wie der Bernhard so ein Arschgeweih hat. So ein und in Japan dann am Badehäuschen steht und der sagt, na, da dauert ein nötere. Was sagt der? Ich stelle mir ein Arschgeweih. Nee, was sagt der Japaner? Na, dann nötere, na, der, ja, das heißt auf Deutsch, Sie sehen gut aus, nicht so scheiße wie der Bart, der gestern hier war. Das ist richtig, aber der Bart darf hier baden gehen. Liebe Freunde, darf ich kurz daran erinnern, dass wir in einer Sendung sind und gerade eine Frage gefragt wurde. Was ist der Vampireffekt? Ich stelle die Frage nochmal. Also, Kerstin Huber aus Berlin möchte Folgendes wissen. Was ist der Vampireffekt? Es gibt einen Staubsauger, den Vampir. Ich habe die Kontrolle verloren. Das ist gut. Du meinst, auf einmal. Du meinst, dass die Jungs, weil die Jungs in den Staubsaugern immer einen runterholen, oder was? Das ist der Kobold. Nein, das ist der Schreddereffekt. Schatz, wir brauchen noch einen Staubsauger. Also wenn ich mit dem Staub, ja mach du erstmal. Das nennt man auch. Hat es mit Fledermäusen und Kühen zu tun, Herr Bader? Ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Hat es was mit Vorwerk, Staubsaugern und Wuppertal zu Nein. tun? Hat es was damit zu tun, dass man irgendwo Flecken Eben hat? Nicht was so. Mario. Nein. Ganz Lass falsch. Den Mario doch mal. Ella, vielen lieben Dank. Gerne. Kann es sein, dass man irgendwo Flecken hat, dass das so aussieht, als wenn der Vampir gebissen hat? Hat der ja gar nicht, weil sowas gibt es nicht. Wo wären die denn? Ja. An der Halsschlagader. Das ist falsch, aber schön. Aber am Arm? Hier. Auch nicht. Natürlich an den Füßen. Natürlich nicht. Ist der Vampireffekt denn eine Krankheit, ein Erscheinungsbild einer Krankheit? Kann ich mit klarem und reinem Gewissen sagen, nein. Vampireffekt. Also, Effekt. Was, also Vampir-Effekt. Was könnte denn Vampireffekt sein? Ja, Knoblauch? Nein, wir sind im Finanzwesen. Ist das ein Ausdruck aus dem Finanzwesen? Nee, hat nichts mit dem Finanzwesen zu tun. Gar nicht. Überhaupt nicht. Hat das mit Helligkeit und Dunkelheit zu tun? Das ist interessant jetzt. Falsch, aber sehr interessant. Hat es denn was mit Knoblauch zu tun, Knoblauchbalder? Das müssen Sie ja gar wissen. Nicht. Hat das was mit Punkten zu tun? Wenn Vampire beißen, also wenn ich die geben würde, wären es ja zwei Punkte. Ja, ihr seid ganz weit weg. Oh, wie wäre es denn im Dentalbereich, wenn hier die Zähnchen so zu lang wachsen? Ja. Oder bei den Tierchen im Zoo? Bei welchen? Bei welchen, ne? Wir sind bei den Tieren im Nein, Zoo. Nein, aber trotzdem. Ah! Ich hab euch hier einen Vampireffekt, Herr Waller! Da hau ich immer meine Zähne rein! Ich sag's euch mal, glaube ich. Vampireffekt. Von Vampireffekt spricht man in der Werbung. Kommen Sie, müssten Sie doch wissen. Sie haben doch selber mal Werbung gemacht. Und ja, und habe ich einen alten Vampir gegeben oder was, Herr Balder? Pass auf. Der Vampireffekt ist, wenn ein prominenter Werbeträger fast die gesamte Aufmerksamkeit des Konsumenten einsaugt wie ein Vampir und damit von dem eigentlichen Produkt mehr ablenkt. Deswegen kriege ich keine Werbeverträge mehr. Sehen Sie? Ja. Ja, das ist ja. Und deswegen kriegt Kerstin Huber 500 Euro. Gratuliere Ihnen, Kerstin. Sehr schön. Ja. Ihr Lieben, das war doch wieder mal... Das ist ein wichtiger Punkt. Manfred Krug beispielsweise hat es ja geschafft, der Telekom seinen Stempel aufzudrücken. Nein, ist ja so. Und wenn so, sagen wir mal, so No-Names wie wir jetzt Reklame machen würden für schockgefrostete Spinatkügelchen von Frosta, dann sind wir danach die gefrosteten Spinattypen. Ja. Weil wir es nicht schaffen, in unserer B-Prominenz, du bist was anderes, du bist C-Prominenz, es nicht schaffen würden, diesem Produkt unseren Stempel zurück zu Hugo. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde das großartig. Es war sehr schön mit euch. Wir haben viel gelacht und wir haben viel erfahren. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.